Unsere Grundsatzidee war die, wir haben bemerkt im Laufe der Jahre, dass bestimmte Aktien, die von unten loslaufen und eine sehr starke Performance erzielen, teilweise bis 1000%, meistens ganz ähnliche Chartformationen hatten. Und das haben wir versucht, mal in eine Formel zu gießen. Da kam dann der Dr. Riedl dazu, der es geschafft hat, das nochmal zu modifizieren, in eine Formel zu gießen. Früher hat man sich vielleicht die Nächte um die Ohren geschlagen und hat nach den Aktien gesucht, Tausende durchgescreent. Wir haben das in eine Formel gegossen. Die Aktien werden vorsortiert, die eben genau diese besondere Chartformation aufweisen. Und dann, wir werden es gleich nochmal im Detail uns anhören, wird nochmal fundamentalen Check gemacht. Und zwar ist es eigentlich ein Prinzip in zwei Phasen. Die erste Phase ist eine rein technische, wo wir also einen Computer zu Hilfe nehmen und er diverse Indikatoren verwendet, aus denen wir so die Turnaround-Aktien, also diejenigen Werte, die auf technischer Basis vor einem Turnaround stehen könnten, muss man ja sagen, ist ja nicht immer wirklich der Fall, heraussuchen. Das sieht man zum Beispiel, wir haben eine Grenze hier für die Marktkapitalisierung, ein Mindestmaß. Wir haben sowas wie eine Regressionsrendite, da geht es quasi darum, was für eine Performance die Aktie innerhalb der letzten Zeit, in dem Fall 6 Monate, erzielt haben darf oder muss höchstens. Und weiter unten sind dann noch ein paar weitere Kriterien und mit jedem Kriterium wird eben diese Auswahl dünner und dünner. Und am Ende kommt es immer dazu, dass wir so eine Handvoll Signale jeden Monat ausgespuckt bekommen, die dann in einer zweiten Phase nochmal zum Fundamentalcheck von meinem Kollegen hier unterzogen werden. Das Besondere, die ideale Aktie hat eine längere Bodenbildungsphase und dann kommt eben das besondere Signal. Da haben wir auch das Volumen einbezogen, verschiedene technische Indikatoren, damit es eben kein Fehlsignal ist. Weil klar, eine Aktie zu finden, die unten liegt, ist nicht die Schwierigkeit. Das Besondere ist, diesen Ausbruch schnell zu erkennen, wenn es denn losgeht. Oft ist es der Fall, dass tatsächlich auch dann große Investoren einsteigen, was man hinterher erst erfährt sozusagen, oder dass es Übernahmespekulationen gibt, was die Formel im Prinzip schon vorher entdeckt, weil die Formel auch hohes Volumen entdeckt sozusagen und dann diese Tendenz nach oben, dass der Verkaufsdruck abgenommen hat und der Kaufdruck wieder zunimmt. Die Ausstiege sind bei uns ganz technisch basiert, das heißt, da greifen wir auch in aller Regel wirklich nur ganz selten ein. Da haben wir einen klaren Maßstab dafür, wann wir auch so eine Aktie dann wieder verlassen und uns wieder auf neue Werte stürzen. Also es ist in der Tendenz so, dass die Formel mehr Signale ausspuckt, wenn der Markt auch gesunde Anzeichen sendet. Und zum Beispiel während längerer Bässephasen haben wir auch kaum Signale vorliegen, sodass also das auch so eine natürliche, sagen wir mal, Portfolio-Gewichtung ausmacht, dass die Cashquote also auch hochgefahren würde, wenn jetzt die Märkte sich nicht so glücklich entwickeln. Von daher ist eigentlich dieser ganze Ansatz auch, obwohl er ja relativ jetzt ein sehr gutes Jahr erlebt hat, auch was für einen konservativen Anleger, weil wir eben versuchen, die Werte unten zu erwischen, schnell wieder rauszugehen, wenn sie nicht anschlagen und eben auch gerade darauf erpicht sind, dass während mal ungünstiger Marktphasen die Cashquote dann langsam hochgefahren wird, was das System automatisch macht. Also da sind wir jetzt gar nicht so sehr selbst involviert. Das heißt, es ähnelt so ein bisschen die ganze Geschichte an Robo-Advisory. Da hatten wir auch öfter schon mal in deiner Sendung drüber gesprochen. Man braucht euch vielleicht gar nicht so unbedingt böse gesprochen, so für die Formel. Ja, ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, es denkt noch nicht selbst, aber es nimmt sehr viel ab. Es ist ein bisschen so, man kann die Reise auch zu Fuß gehen, man braucht sehr viel länger. Wie gesagt, man könnte sich hinsetzen und könnte 1000 Aktien durchblicken, jeden Tag die Charts. Aber es geht halt schneller. Man setzt sich quasi ein Auto und nimmt die Reise sehr viel schneller mit, wird vorsortiert. Und das ist eine sehr große Hilfe. Und es wäre ohne das System gar nicht möglich. Am Ende kommt dann nochmal der Mensch danach dazu, wenn dann 10 Aktien vielleicht von den 1000 ausgespuckt werden und guckt auch nochmal, weil wir wollen nicht nur den Chart angucken, sondern auch nochmal einen Fundamentalcheck machen, gucken, wie performt das Management, da gibt es noch andere Fundamentalfaktoren, die wir einbeziehen, teilweise sprechen wir sogar mit den Firmen
Also sprich, es erleichtert sehr, dass es Richtung Robo-Advising geht und dass es dieses System gibt, computerbasiert. Aber die Menschen braucht es dann immer noch, natürlich schon bei der Entwicklung und natürlich dann auch bei der Kontrolle sozusagen. Alle 4 Wochen erscheint er in der Regel. Da kann es mal sein, dass wir sagen, okay, wir machen es mal 1 Woche später. Weil natürlich, man kann nicht planen, kommen immer die Top-Signale zu einem bestimmten Zeitpunkt. In der Regel zwischen 1 und 8 bis 15 Signale kommen hier, die nochmal aussortiert werden. Also es kann auch mal sein, dass man nichts los wäre. Dann würden wir eben den Report ein bisschen später machen. Aber grundsätzlich kann man jedes Monat damit rechnen.